Ich sage schon wieder herzlich willkommen, moin moin, genau, Leute, seid gegrüßt, sorry. So, neue Runde hier Sons of the Forest zusammen mit Salazar hier in grün und wo ist der Speedy da in grün? Trotz, wenn man angeleuchtet wird mit der Taschenlampe, ist aber auch recht heftig, oder? Wenn man das Nachtsichtgerät auf hat und mit der Taschenlampe angeleuchtet wird, siehst du einfach nichts. Aha, muss dann lass uns mal das kleine Licht hinten erkunden, wenn wir nicht draußen. Oha. Wahrscheinlich der Höhenausgang ist. Ja, tatsächlich. Da wollt ihr nicht mal ein bisschen schlafen und speichern? Achso, ich hab noch hast du ein Zelt gebaut? Ja, das haben wir doch hier brauchen. Nicht gesehen. Doch hier. Ja, gute Idee. Bevor wir jetzt rausgehen, so, weil es nicht draußen wieder dunkel oder hell ist. Und müde bin ich auch. Ja, dann schlafen wir auch noch. Wir können auch schlafen, also muss es ja draußen auch irgendwie Nacht sein eigentlich, oder? Ja, ich hätte ja gesagt, gucken wir auf GPS, ja, aber... Gut von selbst. So, dann kann ich jetzt das Nachtsichtgerät mal abziehen. Hm. Wo soll ich denn eigentlich abziehen? Ihr seid ja grün angelaufen. Ich muss dringend essen und trinken erstmal. Da sagst du was. Das ist richtig knallerot alles hier. Kann ich denn das Nachtsichtgerät wieder abziehen? Wahrscheinlich wieder, ja, anklicken, wo der Platz ist beim Rucksack und dann ablegen. Wie bei der bei der Tauchausrüstung. So, mal wieder Licht an. Nein! Jetzt habe ich Taschenlampe will ich haben, so. Gut. Dosenfutter. Speicherpunkt. Oh, hier liegt noch Münzen. So, aber lieber der Waffe ein bisschen Fleisch aus der Dose. Wenn 3 Stück von essen, bis man voll gesättigt ist. Die Katzenfutter aus der Dose. Blitz gespielt, okay. Ja, das ist bestimmt auch nicht Kitty Cat, weißt du? Ist nicht das gute Zeugs, ne? Nee. Ganz bestimmt nicht. Schappi. Seid ihr so weit, dann gehe ich schon mal raus. Schappi. Ausgang? Ja. Na toll. Die 5 Meter hätten wir auch noch gehen können. Ja, aber draußen ist im Zweifel auch nicht sicherer gewesen als gerade hier. Jetzt sind wir geschlafen, jetzt müsste es auch theoretisch hell sein. Nee, ist es nicht hell? Ne, nicht ganz. Das haben wir wahrscheinlich jetzt alles übersprungen. Uhrzeit. Nachts um 2. Dann können wir aber noch mal schlafen eigentlich, wenn wir hier ein Zelt hinlegen. Da kommt doch schon hier irgendwie so ein komischer mit so einer Stirnleuchte angelaufen. Oha. Ja. Ja. Oder er läuft auch weg. Aber da ist noch einer, pass auf. Oha, der ist nicht gut. Wollen die denn alle jetzt von uns hier? Ich geh noch mal rein, ich geh noch mal schlafen. Ich schlaf noch mal darüber. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken und nach drüber schlafen, ne? Besser ist. So, Taschenlampe an. Ach ja, wir haben ja alles abgebaut hier, ne? Das ist halt abgerissen. Boah, dann setze ich, setz ich mich ein bisschen auf den Sessel hier. Ja. Plane weg? Ne, da ist die Plane. Schon Goldrüstung. Kann ich schlafen. Ja, speichern kann ich nochmal. 21 Tage. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Tagesding gibt, ab jetzt, ab dann auch die Mutanten draußen auftauchen in der freien Wildbahn. Ich habe das Gefühl, dass es eben so bei 20, 21 Tagen liegt. Und dann kommen auch die wilden Mutanten, dass es gar nicht irgendwas mit Höhlen zu tun hat, sondern einfach tagesmäßig ist. Ja, die schicken wahrscheinlich erstmal die kleinen vor. Und wenn sie sagen, du bist schon lange genug da, dann kommt nochmal der Große. Ach cool, jetzt drückt mal L. Ich weiß, ich habe das vorhin auch gemacht. Da hast du die das Nachtsichtgerät, aber das habe ich getauscht gegen die Taschenlampe. Auch. Und für draußen ist es vielleicht. Das habe ich vorhin auch draußen gehabt. Sollte man vielleicht nochmal testen. Ich habe das ja nur in der Höhle vorhin getestet. Das wäre eine Idee.
Wie das ist, wenn man jetzt draußen ist. Weil dann müsste man ja das eigentlich. Schauen wir mal. Oh ja, ist cool. Oha. Kann ja mit Feuer und Bogen in der Nacht schießen. Perfekt. Da muss ja mal nur noch den Gegner frühzeitig sehen. Wollen wir dann jetzt noch zu diesem Punkt, der blinkt? Das ist irgendwas zum Ausgraben oder so, glaube ich, ne? Oder irgendwas zum, was sag ich. Wird noch irgendwie, wenn man auf die Karte guckt, obwohl die Karte kann man nicht erkennen mit Nachtsichtgerät, aber müsste eigentlich hier runter sein. Im See vorbei auf der anderen Seite oder so. Wo guckst du gerade hin? So, das sind die Speicherpunkte. Richtung Mond? Schon, ne? Richtung Mond. So rechts da so. Okay. Gehen wir jetzt zum Fluss und erstmal was trinken. Und Wasserflasche schnell wieder auffüllen. Ist nämlich leer bei mir. Hat schon was mit dem Nachtsicht, ne? Die Zuschauer auch ein bisschen besser sehen hier. Sonst im Dunkeln so vor, ist das ja ganz erhaken, das ist ja nix. Und wenn man das jetzt abnimmt mit L, kann man auch relativ schnell wieder sehen. Genau. L. Und dann sieht man auch auf dem Navi was sozusagen auf dem GPS. Speed hat schon ordentlich Speed drauf hier. Nö, auch war dichter dran gerade die Richtung. Aber jetzt weißt du, wie ich mich vorhin gefühlt habe, wo du 10 Kilometer vor warst. Bin nur gespannt, was wir da gleich finden. Ja, du bist ruhig da auf dem billigen Platz. Na, Hälfte vom Weg haben wir ein bisschen. Guck mal ein bisschen nach Unkraut. Kenne ich immer nicht. Ich auch immer Unkraut bräuchte. Ich habe immer noch extrem niedrigen roten Gesundheitsbalken. Oha! Ah, sehr schön. Flugzeug. Da gibt es auch bestimmt was. Hier ist eine Kiste. Geld. Essen. Broschüre. Nochmal Geld. Also Broschüre. Geld, Anzug. Jetzt mal die Broschüre aus der Hand nehmen, ist doch nicht sein Ernst, ne? So, ich habe hier nochmal eine Jacke oder irgendwas gekriegt, keine Ahnung. Neben dem Piloten. Hier ist eine Kiste, Batterien, Leiterplatte collected. Noch eine. Wäre irgendwas in der Gegend. Sprengstoff und wieder irgendwelche gelockt. Oh, hier sind noch mehr Kisten. Ich kann nicht mehr tragen, Leiterplatine. Also ich muss eigentlich irgendwie mal diese Sprengladung herstellen. Oh, so, ich wollte schon sagen Solarium, aber ich habe hier so ein Stromteil gekriegt, Solariumsteil. Zuckerharz. Oh, Medikamente. Oh, aber sowas bringt. Die Rettung. Wir haben ein Paket Medikamente. Ja, warte, hier hinten ist ein Auto. Ja, wir müssen mal warten. Also es wird ja langsam hell, ne? Also ich würde hier warten, bis. Und da hinten krabbeln noch welche rum, ja. Langsam wird es ja hell. Und das ist aber nicht das, was wir erreichen wollten oder hin wollten. Nee, da sind wir noch. Hinter uns sind aber welche. Und die sind Reh, ne? Ich würde jetzt hier nochmal kurz warten, bis es hell ist, damit wir einmal nochmal ein bisschen den Spot hier nochmal abchecken können. Guck mal, ob wir noch was finden. Ich auch in die andere Richtung vom Flugzeug. Guck mal hier, Blumen. Hier ist dann so ein Kannibale oder was? Pilze. Ach, hier ist so eine gelbe Pflanze, aber die brauchen wir nicht, ne? Ja. Die brauchst du für für Energie. Oh, hier sind noch mehr Kisten, Jungs. Medikamente. Nochmal Medikamente. Nochmal Medikamente.
Schotzer. Du bleibst da hinten, komm her, du. Das doch die Schnauze. Platz. Also hier ist ja, ja hier ein Supersport. Haben wir viel zu essen, Medikamente. Ja, aber ich würde jetzt auch mal eine Tablette nehmen hier. Hab ich schon. Also ich habe tatsächlich wieder einen komplett roten Balken, richtig nett. Lange Wer hat gehabt. Meine Dings weggenommen? Okay. Meine goldene Rüstung ist weg. Hier ist auch noch was. Hier ist nochmal eine hier Solarpaneele. Ja, die habe ich glaube ich schon. Ich habe zwei jetzt. Oder? Ich kann kein C4 mehr mitnehmen. Nö, das kann ich auch nicht mehr. Ich will mal gucken, ob ich mir nicht schnell hin bauen kann. 1, 2, 3, 5. Lebend. Eine Uhr. Na, da hätten spielen noch die beiden verkauft. Wie viel Zeitbomben kann man sich denn bauen? 5? 3. Kann man sich, glaube ich, vorbauen. So 3 auf Taschas. 2 sogar nur. Ja, dann fehlt dir aber was. Nee. Er sagt voll, als ich alles reingepackt habe. Ich liege hier im Gras und sonne mich. Mach ruhig, wir gehen weiter. Nee, gar nicht. Flieg nicht rum. Die alle da? Ja, komm her. Ich stehe oben auf dem Flugzeug. Ist auf die Schnauze. Ich stehe aufs Flugzeug, ist ja ganz entspannt hier oben. Und wir können sie abballern. Ich dachte, Gerd ist hier, Alter. Und eigentlich können wir die gut alle verbrennen und Knochen organisieren für Knochenrüstung. Ich mach den dann ein Feuer und ich versuch mal. Ich hab ja schon mal einen abgemurkst. Organisieren wir den nächsten. Ja, der ist mir so in die Arme gelaufen. Was liegt denn hier? Was ist das? Warte, ich schau mal. Habt ihr schon Feuer irgendwo? Ja. Ja, das hier. Oh, weiß nicht. Oh, jetzt sieht er wieder ganz aus. Hinter dir ist Willi. Ach, er ist wieder. Komm her, Otto. Ich mach mal Knochen. Bist du spielen? Ja, komm her. Er zappelt nicht mehr. Wer hat mir meine Rüstung geklaut hier? Ja, ich will meine Rüstung wieder anziehen hier. Hä? So, da ist sie. Die ist ja gut versteckt, ey. So, hier hätten sie noch mehr Autos. Hier wollten wir doch gar nicht hin. Zu dem Punkt. Oh, hier ist noch eine Köfferchen. Doku-Riegel. Und noch ein bekloppter. Aua. Wieder ein bekloppter weniger. Alter, okay. Solarpaneele. Also hier ist ja Hammer für du. Da kommen gleich noch zwei Salazar. Pass auf, die stehen links. Das haben wir auch gar nicht dafür. War auch noch ein Koffer direkt neben dem Feuer. Ja, los, komm her zu deinem Kameraden. So. Ja, komm. Was haben wir denn jetzt hier? 15 Knochen. Seile. Ich hab fast nicht mehr genug Klebeband. Daran scheitert es jetzt. So, hier hat gerade einer ins Gras gebissen. Bicycle Party im LS22. Werden wir auf jeden Fall irgendwann. Gibt's das wieder? Wird man jetzt noch einen Knochen? Jetzt fehlen wieder Knochen. Dauert aber noch ein bisschen. Wahrscheinlich werde ich sowas erst nach Matchmap starten. Das dauert noch den einen oder anderen Monat. So, melde volle Rüstung. 3x Knochen und 7x Mutanten oder so. Ich könnte ja mal so eine Hilfe gebrauchen. Ich wollte erstmal rüsten. Ich lieg so auf dem Rücken wie Maikäfer.
neben mir schreit immer noch so ein irgendwie so ein Mutant, der erschlagen werden will. Nee, nee, nee. Er macht Sachen. Kommt gleich wieder in deinen Gelab, Spaß auf. Lass ihn herkommen. Wir wissen ja schon mal, hier müssen wir einmal den Singleplayer auch mal hin. Hier ist ein schöner Spot, sind natürlich ein paar. Oder auch nicht. Und hier sind auch schon wieder Hammer viele. Sonst sollen wir weiter oder? Ja, das ist ja gar nicht die Position, die wir erreichen wollten. Nee, nee, wir wollten zu dem grün blinkenden Punkt. Ja, aber wir haben hier Kisten und alles Mögliche gefunden. Ey, wo bist du? Ich hab gar nichts gemacht. Ach so, ich bin eng am Dorf gelandet hier. Hm. Was ist denn hier? Labplatten kann ich auch keine mehr aufnehmen. Ich ein paar Körperteile. Lasst mich in Ruhe, ja. Ich will nur an meinem Rucksack. Was ist das denn hier? Die Mahlzeiten schon wieder. Lass da hinten ist das Ding. Ich versuche gerade hier. Irgendwas hat wieder mich eingeschlagen. Das ist eine krass große Plattform hier auch, ne? Also so ebene Fläche. Ach, möchtest du da bauen? Nö, ach nö. Joa. Ja, nö. Nee, aber die ist da, das ist das hier rumkreucht und fleucht, ist ja irre. Ja, die haben nur gewartet, dass sie eigentlich mal. Ja, da hast du immer Besuch. Bist du nicht direkt eigentlich bei dem Punkt gespawnt gerade, Speedy? Nee, ich bin im Dorf gelandet. Aber da ist doch der, ist aber nicht weit weg. Da ist doch der Punkt gewesen, fast, oder nicht? Ja, schau dir das Feuer an, da kommst du gleich rein. Ja, wollen wir denn, achso, willst du das noch erledigen, ja, oder? Oh, Salazar spielt gleich mit drei oder was? Oh, tut mir leid, Kamerad, dass ich den Kopf abgehackt habe. Aus Versehen. War aber nur mit Absicht. Na okay, wenn du schon da bist, dann können wir jetzt ja abhauen. Nicht getroffen. Oh, Dani spielt noch mit zwei Kameraden hier. Ja, irgendwie sind sie, kommen sie von überall. Also habt ihr noch, braucht ihr Knochen oder habt ihr, seid ihr durch mit Rüstung und alles? Ich habe ein bisschen Mutantenrüstung vorhin gesammelt, aber. Jetzt ist das Feuer auch aus. Ja, mach nichts. Dann habe ich ja einen Friedhof. Ich kann keine Knochen mehr sammeln, also wenn ihr noch Knochen braucht, dann liegen noch ein paar rum. So. Mal wieder ein bisschen auftanken, wie immer. So, wollen wir denn mal das komische Ziel erreichen oder versuchen? Ja, Kevin ist auch gleich sonst bei uns. Schnell weg. So, also in die Richtung. Kevin will auch endlich mal wieder bauen und ein bisschen was Sinnvolles tun. Guck mal, ob wir heute noch wieder zurück zur Base. Ich glaube, den kannst du, glaube ich, nichts Neues beibringen gerade. Aber ich hoffe nicht, dass das jetzt das Dorf ist, wo ich hergekommen bin. Gefühlt ist es das aber ungefähr. Oder muss es da ja irgendwas geben oder warum blinkt das? Ja, aber ein Grab zum Schaufeln. Ja, sag ich doch. Da bin ich eben gerade hergekommen. Hier ist ein roter, komischer Dicker wieder. Ja, Vorsicht. Ah, der trifft mich auch. Ist ja nicht selber. Ich weiß es. Da aufpassen. Immer ruf da. Hier gibt es auf jeden Fall wieder ein paar Seile hinter dir, sonst wie dir.
Ich glaube, ich habe dich mit dem Pfeil getroffen gerade. Kann ich den wieder haben? Der steckt doch. Ja, den kannst du wieder abholen. Steckt doch in dir. Soll er... ich glaube, ich habe einen auf den Deckel gekriegt. Ich gucke mir so den Fußboden an. Ja, dann mach mal. Ach, du guckst dir den Fußboden an. Ach, gönn dir. Tut ja keinen Zwang an. Ja, ich auch. Ja, wie freundlich. Hä, beide? Ich lieg kurz vor dir. So. Ah, du liegst kurz vor mir, das ist gut. In dem goldenen Mann hier, oder was? Oder waren da noch mehr Gegner? Nee, das war einer. Aber meine Rüstung war fast weg. Also nicht die Rüstung, sondern das Rote. Man sollte vielleicht vorher einmal Medizin nehmen. Ach, hier schon wieder so ein Moped. Hilfe, schmeiß es doch. Oh Gott, jetzt habe ich es schon. Achso. Jetzt habe ich es aus Versehen genommen und weggefahren. Oh Gott. Mit diesem, also guck dir mal an, Salazar, weißt du? Er spielt ja jetzt mit Moped rumfahren und wir liegen da tot auf der Straße. Ja, ich muss ja hier wieder irgendwo einmal runter rumlaufen. Ja, haut ab. Oh, jetzt fährst du den nächsten in die Arme. Ja, das war ein Trick. Denk dran, zweimal springen. Das war ein Trick. Also, ja, dasselbe. Also, ich weiß nicht, diese Stachelschweine jetzt mittlerweile. Der. Kann man gleich die Pfeile rausziehen. Ich guck mal erstmal an von hier. So. Ach, guten Tag. Alter, haust du ab jetzt hier? Lässt du uns mal in Ruhe oder was? Ich sitze ganz. Ja, genau du. Oh. Alter, das ist doch ein Überstein. Krass, der geköpft. Hier gibt's viel zu viel Seil, da kann einer was mit Seilen anfangen. Ja, da kannst du Seilrutsche machen später. So, was kann man denn? Aber die hier? Sind ja hartnäckig. Hier kann man schaufeln. Ich schaufel mal, oder? Erstmal einen aufheben und dann kannst du schaufeln. Ich schaufel schon. Wieso liegt hier? Ich liege da, ja. Ja, da spiel die. Salazar konnte sich ja nicht befreien, weil er da auf Single schaufelt, war von fünf Kameraden. Muss ich jetzt mal hier, muss ich mal testen. Ich hab den Spiel schon. Im Single werde ich auch nicht so schnell schaufeln, so. Glaube ich. Hier gräbt man irgendwas Schönes frei, was auch immer das ist. Ja, geh du mal schaufeln. Ich sitz hier mal auf dem Thron. Ja, ich kann guck dir zu, wie du arbeitest. Da saß ich auch schon. Ist bequem. Kann man sich kurz ausruhen. Achso, Salazar, hier spielt doch so ein Kleiner mit dir. Gleich. Alter! Hättest du mal vorwarnen können hier, Mr. Beobachtungspunkt. Der war das nicht, das war ein anderer. Oh. Kannst nicht mal laufen, schade. Die Tasche geklaut. Was haben wir denn hier noch alles? Noch mehr, das Moped will ich nicht mit rumfahren. Da ist noch ein Zelt. Haben wir denn hier frei? Jetzt ist es frei, glaube ich, oder? Das ist ein Eingang, oder? Was ist das? Ah, noch eine Höhle. Oha. Ja, warte nee, mal, das, die ist gut. Die ist gut. Das ist noch nicht mal schwer. Sagst du so. Ich würde es trotzdem hier oben Speicherpunkt sehen, erstmal, bevor wir haben jetzt hier die ganzen Leute weggeballert, das mit dem Flugzeug und so weiter. Achso, da ich den Deckel aufgemacht habe, renne ich schon runter. Okay. Ich speichere. Wir haben das mittlerweile auch da. Können wir auch unten setzen. Ja, wenn dann nicht der Gegner kommt, kannst du es umsetzen. Ja, normal nicht. Nee, ich bin hier in einem leeren Flur. Nee, kommt doch hier, ist auch Platz. Das verschieben wir aber auch wieder auf die nächste Folge, weil ansonsten springt das schon wieder den Rahmen. Vielen Dank fürs Reinschalten, kurze Pause, mal schauen, was uns hier erwartet. Bis dann, vielen Dank und tschüss.